Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part hier im wundervollen Spiros Inn bei Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir Disney Town besucht und ein Rennen gefahren und haben ein paar Unversehrte verkloppt. Und hier in der Arena haben wir im Prinzip auch nur Unversehrte verprügelt. Und hey, Hades will uns beibringen, wie wir die Dunkelheit in uns unter Kontrolle kriegen. Und ich vermute, jetzt kommt ein Bosskampf. Ja, da ist sofort das Finale. Also viel Spaß. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich hoffe halt wirklich, ich sterbe nicht. Wäre schön, wenn ich nicht sterben würde. Okay, this is not what I had in mind. But hey, I can improvise. Time for Plan Beta. Pardon me, coming through. I'm gonna miss my match. Hello, Plan Beta. Hey, kid! Huh? Over here. Come here. Das war ein sehr ausgeklügelter Plan Beta. Überhaupt nicht improvisiert oder so. Once I've conquered the darkness in my heart, I'll never have to fear it again. Und ja, im Prinzip, wir kennen ihn doch alle schon. Wir wissen, dass es Zack ist. Und ja, wir dürfen jetzt gegen Zack kämpfen. Was eventuell eine kleine Anspielung darauf ist, dass man in Kingdom Hearts 1 in der Arena gegen Cloud kämpft. Der genauso von Hades ein bisschen verarscht wurde wie hier Terra. Was, ja, das ist halt etwas. Aber ey. Oh, 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 holy shit. Alter, der will gerade wirklich Ärger. Nice. Ah, fuck, ich hätte nochmal Dreieck drücken müssen. Na, ja gut. Wir machen ihn jetzt fertig. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht mehr konstant heilen. Da wir sowieso ein bisschen geschützt sind. Der kann uns nicht mit einer Combo kaputt machen. Der kann uns auch nicht one-hitten. Das ist wunderbar. Und ich habe mich trotzdem aus Versehen geheilt. Fantastisch. Und wow, Zack, du bist halt echt leicht, weißt du das? Au. Das ist doch nicht der ganze Boss. Hoffe ich mal. Holy shit. Nein, das ist nicht der ganze Boss. Wir haben nämlich kein Deck. Unsere Deckgröße ist nicht gestiegen. Hätte mich auch gewundert, wenn das der Boss gewesen wäre. Holy shit. Das war leicht. So what do you think? You like my new super warrior? See, right here. This, it's the power of darkness. Could have been yours, still could, if you open up to it. Hades! You were just playing me. The darkness will never have me. Help me. You've got to... my heart free. Warum hat er jetzt so blöd geschrien? Aber hey, Terra lernt dazu. Er hat jetzt verstanden. Ich lasse mich nicht mehr verarschen. Und ich finde lustig, dass er angemerkt hat, dass Zack wirklich ein leichter Kampf war. Weil jetzt beginnt das Sterben wahrscheinlich. Au, au. Holy shit, was ist los mit dir? Entspann dich. Oh, er ist gestunt. Ja, Attacke. So viel Schaden reindrücken. Okay, nein, 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 nein. Komm, Blitzsturz. Fuck, hat nichts gebracht. Alter. Jetzt
Jetzt will er es wissen. Er nimmt aber gut Schaden. Das ist schon mal schön. Au. Ah, das hat nicht funktioniert. Erwische ich ihn? Nein! Das war die falsche Richtung! Oh Mann! Egal. Das wird schon. Irgendwie? Ey, lässt du mich in Ruhe? Nein, er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und ja, ich habe aus Versehen einmal angegriffen. Mit meinem Racheangriff. Aber das war einfach nur, weil ich wegdashen wollte. Und das hat nicht ganz so gut funktioniert. Naja, was soll's. Ich glaube, der greift jetzt sofort an, ne? Kann man irgendwie aus dieser Combo raus? Naja, egal, ich habe mich geheilt. Ist er gestunt, wenn er das gemacht hat? Nee, aber er macht nicht mehr viel. Ja, jetzt ist er gestunt. Nice. Nein. Okay, weg hier. Okay, Vigra dauert noch. Kein Problem. Keine One-Hits. Ein bisschen aus der Ferne beschießen. Multifokus-Kommando. Ja. Das gibt schön Schaden. Wenn ich jetzt nun besser treffen würde. Hat gereicht. War doch nicht so schwer. Es sind immer nur diese schönen Momente, wie man ganz schnell sterben kann. Die Gegner machen aber auch hier furchtbar viel Schaden immer. Sieht man ja. Da ist kein Publikum. Da darf niemand applaudieren. Forget it. It looks like I bet on the wrong dark horse. That kid doesn't have what it takes to handle darkness. You gonna make it? Yeah. I'm finally free. Where is... He's gone. Man, how could I let a guy like him control me? I'll never live it down. Thanks. Tara. Thanks, Tara. I'm Zach. Yep. Definitely. Tara, you're exactly what I pictured a hero would be. Not the way you look. There's something else about you. Well, I'm no hero. Trust me. You kidding? Listen to those cheers, man. You don't get to decide if you're a hero or not. They do. And they've already made up their mind. Whether you like it or not, you're their hero. And mine, too. It's too bad. I really wanted to fight you fair and square. Maybe someday, Zach. Yay, Zack als D-Link und Heldenemblem. Ich glaube, das ist sogar besser als unsere Sets. Das ist schön, mal wieder Schlüsselschwert wechseln zu können. Und ja, da war kein Publikum. Das kann nicht jubeln, wenn da niemand sitzt. Ich verstehe auch nicht, warum. Ah, glaube ich, habe ich schon mal gesagt. Das ist seltsam, immer wieder. Ah, gucken wir uns das neue Schlüsselschwert doch mal an. Da und... Achso, ja, das haben wir schon die ganze Zeit. Klar. Und das ist unser Standardschwert. Okay. Wow. Das ist plus 3 mehr Damage. Aber weniger Magie. Na, wer braucht Magie? Ist eigentlich ganz okay so. Ah, ne, hier nicht. Wir haben aber auch wieder einen neuen Kommandoplatz. Dort könnten wir dann das eine Kommando, wo Eisrad dran war. Genau hier. Erfahrungsläufer können wir dran binden. Dann können wir wieder schön alle Kommandos hier aufleveln. Und wenn das soweit ist, dann kann ich auch wieder schön, wenn es wieder soweit ist, kann ich fusionieren. Und hey, wir haben schon zwei Welten hier fertig. Es geht eigentlich relativ schnell. Und jetzt ab in den tiefen Weltraum. Oh boy. Bitte lass mich nicht nochmal im Weltraum irgendwie mittendrin gegen irgendein Flugviech kämpfen. Bitte nicht. Bitte nicht.
Oh Gott, nein. All the way out here? Oh boy. Das werden wieder viele Zahlen für den Death... Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es sind viele Gegner. Ja gut, ich kenne das ja. Kann ich hier einfach Ich frage mich, kann ich einfach blöd... Wow, das Dashen, ich finde das immer so wunderbar präzise. Der Dash nehme ich genau dahin, wo ich möchte. Und damit meine ich ja Dash nicht dahin, wo ich möchte. Jetzt gerade konnte ich es irgendwie kontrollieren. Komm. Wow, das ist eigentlich mit Terra wesentlich leichter. Die Gegner, die mich hier geben, meinen doch die ganze Zeit wieder Leben. Aber die Kamera ist immer noch furchtbar hier. Weil die sich die ganze Zeit mitdreht. Und die Framerate ist auch eine Katastrophe. Ach du Scheiße. Oh boy. Scheiße, ich darf hier... Ja, ich krieg keine Erfahrungspunkte. Aber eben. Das war so unfassbar, unfassbar leicht. Warum konnte sowas nicht so leicht wie bei Ventus sein? Naja, ich werde es wohl nie erfahren. Die eine Qualle wird auch noch getötet. Ja, nice. Als ob das so groß ist. Holy shit, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Schiff so groß ist, dass es von, dass Terra zum Beispiel davon angezogen wird. Das ist ja, das Ding ist gigantisch. Ah, aber hey, wir sind wieder in Deep Space, und zwar auf dem schönen Raumschiff. Und dieses Mal war der Weg dahin keine absolute Katastrophe. Das freut mich doch. Freut mich halt wirklich. Mein Gott, der Boss beim letzten Mal, der war furchtbar. Is he the one? Yes, Grand Councilwoman. I've confined him until we can determine what he is. Take cover. Leave it to me to handle these fiends. Whatever you are, you're under arrest. Eventually. Unversed. I'll give you a fight. Ja, so eine Gefängniszelle ist kein Problem, wenn man ein Schlüsselschwert hat. Kann man sich ja ganz easy befreien. Ich meine, es ist ein ultimativer, überdimensionaler Schlüssel. Hey, natürlich kann ich mich aus der Gefängniszelle befreien. Und warum auch immer die Säcke mich einfach da eingesperrt haben. Das ist schon ein bisschen eklig. So einfach, ach ja, wir haben ihn einfach mal eingesperrt. Wir haben keine Ahnung, wer oder was er ist, aber ab in eine Zelle mit ihm. Das ist nett. Dann meine ich halt überhaupt nicht nett. Das ist eigentlich eklig. Ein Leuchtkristall. Friss Feuer. Ah, das sind wieder diese Blitz, Krugviecher. Die sind furchtbar. Ah, kann man nie das mal aufhören, die Leute mal hier loszusenden? Ich mag generell irgendwie die Gegnertypen hier in dieser Welt nicht. Könnte aber auch daran liegen, dass ich sehr, sehr gerne Blitzelemente einsetze. Und es deswegen nicht so viel Schaden macht, aber... Naja. Dunkler Dunst. Das ist schon Level 2. Und das klang wahrscheinlich so, als ob ich fürchterlichen Delay habe bei meinem Commentary. Aber nein, ich habe einfach nur spät reagiert. Ich sollte vielleicht nicht irgendwie um 4 Uhr morgens aufnehmen. Das ist vielleicht keine gute Idee. Aber ey, wir haben schon alle erledigt. Huh.
Very impressive display. Wait! You help! I have been imprisoned on ridiculous charges. Is that so? I am innocent scientist who created galaxy's most destructive, constructive species of all time. Why, my experiment could annihilate creatures you fought so hard. He is bulletproof, fireproof, and can think faster than supercomputer. He can see in the dark and move objects 3,000 times his rather diminutive size. And for reasons preposterous, the Federation Council fears him. They take him away from me and throw me here in small, stuffy, rather badly lit cell. Because he's so powerful? Exactly. Everyone always gets antsy and fancies when somebody more powerful is in the neighborhood. You understand, perhaps? We must make to rescue him, or he'll be banished to far reaches of space. Okay, then. Take me to him. Experiment 626. Hmm? His name I give to adorable fluffy creature you're helping for to rescue. And I am genius scientist who created him, Dr. Jumba Jukiba. I'm Terra. Pleasure is all ours. 626 is this way. Hurry! Hurry! Der redet so lustig. Terra, du bist immer noch furchtbar naiv. Was sollte der Mist? Du kannst ihn doch nicht einfach aus der Zelle befreien. So funktioniert das nicht. Warum kann ich das auswählen? Ach, ich kann die einfach öffnen. Warum sollte ich das... Ach, da oben. Ah. Ja, lass mich wieder hoch. Kamera, please. Hallo? Die Plattform wartet eventuell ein bisschen sehr lange. Ist hier was? Och man. Nein, die Plattform muss sich ja da weiter hoch bewegen. Hier gibt es bestimmt ein paar interessante Schätze. Wow. Die Plattform ist halt echt lahm. Also lange oben. Ein bisschen viel zu lange. Komm. Ja, komm. Oh, Abschlusskommando wurde zur wirre Stunde. Wie auch immer das jetzt passiert ist. Oh, da ist eine Truhe. Nice, gib her. Ein Kraftkristall. Oh, ja gut, ein Kraftkristall. Ist hier was? Überhaupt nichts. Da hinten ist ein Sticker. Müsste ich eigentlich auch mal anfangen einzusammeln. Na, hierhin. Ja, das Dashen hilft eigentlich schon ziemlich gut. Komme ich da hoch? Fährt das Ding weiter hoch? Ich habe Angst, dass das Ding jetzt runtergeht. Bewegt sich die Plattform überhaupt? Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Ihr Plattform könntet euch echt schneller bewegen. Das wäre echt kein Problem. Es muss nicht so langsam sein. Mega-Ether. Oder Ether. Hier ist auch wieder absolut nichts. Och, Kamera. Das ist so komisch, wenn man sich ein bisschen umschauen möchte. Wie komme ich eigentlich am einfachsten jetzt da hoch? Natürlich hältst du dich da nicht fest, Terra. Nein, warum auch? Du kannst zwar dashen wie ein Weltmeister in der Luft, aber... Festhalten? Nee. Kantengriffe sind viel zu überbewertet. Oh, da ist eine Truhe. Hey, Truhe. Nice, wir haben Spaß, Freund. Oh, dankeschön, Spiel. Dankeschön, Spiel. Weg mit dir, Sprung. Sportsfreund so spät zu bekommen, ist halt echt seltsam. Aber hey, wir können höher springen. Ich frage mich, ob sich das auflevelt, wenn wir einfach noch ein bisschen rumspringen. Du hast dich nicht da fest... Hat sich da einfach nicht festgehalten. Ist das ein fucking Ernst, Terra? Ach, komm. Es wäre halt auch echt kein Problem, wenn sich die Plattform nicht in Zeitlupe bewegen würden. Dann würde man auch hier irgendwie ein bisschen schneller vorankommen. Ach, Mann.
Danke. Alter. So, hier hin. Und das Ding bewegt sich runter. Geh hoch. Bitte, danke. So. Jetzt kommen wir auf die Plattform. Dann können wir jetzt auf die Plattform. Danke für die Truhe. Schmetterklinge. Geile Schmetterklinge. So, jetzt sind wir hier auch easy drauf gekommen. Ein Megatrank. Und komm, den Sticker holen wir uns jetzt auch. Sollte funktionieren. No, ich hatte schon fast Angst. Aber ja. Wunderbar, damit sollten wir eigentlich alle Räume abgecheckt haben, oder? Ich denke schon. Gehen wir einfach weiter. Wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Ein Speicherpunkt. Das ist nett. Ein wenig Aussicht. Aber wirklich nur ein wenig. Oh, was haben wir hier? Na, komm. Ist es die Karte? Natürlich ist es die Karte. Es ist immer die Karte. Da können wir uns wahrscheinlich runterbeamen. Ich frage mich gerade, ob ich dann irgendwie in was reinkomme. Also, ja, ich komme wahrscheinlich irgendwie, ja. Wahrscheinlich komme ich erstmal nicht zurück, wenn schon die Frage so ernst gestellt wird. Interessanter Teleportationsvorgang. Wie auch immer das genau funktioniert, ich weiß es nicht. Ach komm, lass mich. Truhe? Dankeschön. Und wir haben einen Supertrank. Und hier sind jetzt Quallen wirklich die Gegner. Haben wir einen Quallenboss oder sowas? Ich meine, die sind halt keine schweren Gegner. Die sollen relativ. Die sollen. Warum kriegt man hier so eine einfache, was würde ich sagen? Ich hab's vergessen. Passiert euch das auch manchmal? Ihr wisst eigentlich ganz genau, was ihr sagen wollt und dann habt ihr es einfach komplett vergessen. Da fragt ihr euch, wie zum Teufel konnte ich das jetzt gerade komplett vergessen? Ach ja, genau. Warum gibt's hier eigentlich so einfache Gegner bei Terra? Bin mir nicht sicher, welchen Weg ich gehen soll. Der eine sieht ein bisschen ominöser aus als der andere, also gehe ich mal davon aus. Ach, da kann ich gar nicht lang. Ah, wunderbar. Da haben wir ja gar keine andere Wahl, als hier lang zu gehen, ne? Bin ich jetzt irgendwie draußen gleich? Naja, in meinen Spielen wir mal in unserer Rüstung. Passiert nicht allzu oft. Oh nein. Please. Akku. No. Hier ist das Kabel. Oh, fuck. Ein Moment, bitte. Ach, man. Warum muss denn der Akku bei Controllern überhaupt leer gehen? Das ist super professionell gerade. Tut so, als würdet ihr das Ganze gar nicht sehen. Ja, ich will das Spiel nicht verlassen. So. Sollte am Controller angeschlossen sein. Achso, ich kann die jetzt einfach so kaputt machen. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Ach du Scheiße. Die Kamera, please. Wenn ich jemanden anvisiere. Irgendwas habe ich aber getroffen. Wow, was ist das viel Geld? Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich einfach nichts anvisieren. Könnte erfolgreicher sein. Hallo? Einen habe ich noch getroffen. Es sind nicht mehr viele. Ich weiß gar nicht, ob ich euch alle umlegen muss. Könnt ihr mir aber vorstellen. Ah ja, das Stoßen ist eventuell ein bisschen effektiver. Aber auch nicht präzise. Die Steuerung ist fucking schwammig. Also, wie soll ich sagen? Ist schwer zu beschreiben. Die Kamera ist halt das, was ein ganz, ganz großes Problem darstellt. Weil die sich ganz seltsam mit bewegt. Vor allem hier ist die Sache so. Wir sehen, wie sich der Gegner bewegt. Und wir bewegen uns ja selbst noch dabei. Und dann bewegen sich die ganze Zeit die Kameras. Und das ist... Ach, eine Katastrophe. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ja, anscheinend schon.
Aber die Musik ist auf jeden Fall wieder cool. Habe ich ja schon bei Ventus gesagt. Die Musik auf jeden Fall hier in dem Bereich ist super. Die Kampfmusik. Die hat was Ruhiges, aber irgendwie auch Episches. Man merkt, dass es irgendwie einer der letzten Welten ist. Und hier ist das riesige Qualmvieh. Der hat hier auch nicht die scheiß Schusswaffen, oder? Ey, ich brech weg. Und das ist wirre Stunde. Das ist ziemlich nett. Machen wir alles schnell kaputt. Wow, das Ganze leckt hier wie sonst was. Was ist denn los? Oh, Level Up. Nice. Ah, da sind die kleinen Viecher. Geht kaputt. Okay, die haben mehr Leben als gedacht. Gebt ihr mir irgendwas Interessantes? Oder seid ihr einfach nur ein Bonusgegner? Nö, die geben mir einen Kristall. Das ist nett. Du verschwindest hier nicht. Waren das alle? Oh doch, die Kanonen gibt es. Warum haben die so gefühlt keinen Schaden gemacht? Und Terra, warum hast du absolute Probleme damit zu treffen? Der trifft halt nicht. Wow, der hat halt überhaupt nichts getroffen. Das ist nice. Wo kommt ihr eigentlich plötzlich her? War ihr schon die ganze Zeit da? Na egal, hast einen ganzen Abschussangriff rein. Der hat es überlebt. Ah, ich merke schon, die Gegner werden hier wieder ein bisschen stärker. Ah, wenn ich hier so nah bin, dann sind die ein Problem. Gut zu wissen. Hallo? Kamera? Trifft das? Ja, es trifft. Schaden könnte optimaler sein. Na, komm. Dass das Ganze... Das sah interessant aus. Aber das Ganze wird so eklig abgebrochen, wenn man angeschossen wird von den Dingern. Ich frage mich hier, wie ist das eine Ding da oben kaputt gegangen? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich beschwere mich nicht. Ich gehe mal davon aus, Gravitation muss ausgeschaltet werden. Oder was heißt muss, aber sollte vielleicht. Holy shit, Kamera, was war das? Was ist mit der Kamera jetzt los? Ist das der Weg, den ich lang muss? Nö, da geht's nicht weiter. Das ist also nur ein Speicherpunkt und, Minentrapez. Ah, habe ich aber schon. Oder? Habe ich Minentrapez oder Minenfeld? Naja, egal, wir haben ein paar Sachen wieder... Gefühlt, wir haben alles fertig. Außer dunkler Dunst. Also weg mit Aisra. Ich will mein Minentrapez wieder haben. Ja, das habe ich sowieso schon. Aisra können wir eigentlich auch rauswerfen. Ist halt die Frage, was packen wir dafür rein? Schwertwurf wäre natürlich schön. Wir könnten Frostwurf wieder mit reinnehmen. Und Vollgas ist natürlich auch fertig. Habe ich irgendwie was Interessantes? Blitzsturz habe ich sowieso. Nochmal Blitzsturz. Viel zu oft Betäubungsklinge. Schmetterklinge ist eigentlich eine Idee. Ja komm, rüsten wir mal Schmetterklinge aus. Sind wir schön, ordentlich, mit physischen Angriffen ausgerüstet. So wie es sich eigentlich für Terra gehört. Oh nein, die Pistolen sind wieder... Ah, ihr Waffen, ihr solltet euch vielleicht nicht immer sofort regenerieren. Also nicht sofort respawnen. Ist nicht schön. Nein, ich wollte dich nicht anvisieren. Warum ist der Gegner wieder da? Ist er nicht... Ich frage mich, ob der für irgendwas relevant ist. Oder ob der wirklich einfach nur so ein Drop-Gegner ist, der ein paar Sachen mal droppt hier und da. Ob es sich da wirklich lohnt, den zu farmen oder so, weiß ich nicht. Könnt ihr mir aber gerne mal sagen, wenn ihr es wisst. Halte ich fest. So, die Pistolen ignoriere ich mal ganz nett. Die Geschütze sind mir egal. Ich mag die nämlich nicht. Und jetzt sind wir in dem Raum. Und zwar direkt ganz oben, ne? Ja. Aber ich würde sagen, das war's mal wieder mit dem Part. Und wie es weitergeht und wo wir die Welt abschließen, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.